jetzt hier im Zoopalast zu sein und dieses Bild oben, ich glaube, jetzt könnte ich eigentlich aufhören. Jetzt habe ich alles erreicht. Vorweg ist der Film hier sehr positiv und sehr interessiert aufgenommen worden. Und das freut natürlich alle, die da mitmachen, sehr. Dass der Brecht und die Helene Weigel nach Berlin kommen, wo sie waren, das ist schon sehr besonders. In Berlin ist natürlich Brecht zu Hause gewesen und er hat hier maßgeblich das Theater geprägt und hier spiele ich Theater. Deswegen ist es für mich besonders. Der vorläufige Höhepunkt einer unfassbar langen Arbeit für Joachim Lang, vor dem ich äußersten Respekt habe. Es erwartet spannende Unterhaltung. Ich glaube an die Intelligenz des Publikums. Man erfährt was über Brecht und seine Geschichte und die Geschichte von dem eigentlich geplanten Film, Dreigroschenfilm. Dass diese Geschichte im Kino endlich so erzählt wird, wie Brecht und Weil sie sich ausgedacht haben. Das Publikum kann sich auf einen Film freuen, der wahrscheinlich aktueller ist denn je. Und auf ein Thema, was jetzt noch an Aktualität gewonnen hat. Es ist natürlich immer spannend zu gucken, wie die Leute reagieren. Also auch eben gerade in Berlin. Ich habe den ganzen Film noch gar nicht gesehen. Also ich bin eigentlich ganz neugierig, weil das so einen schönen Aufbau haben muss. Nicht wahr, eine Bank zu gründen muss doch jeder richtig finden. Es ist ein Film, wie es ihn noch nie gegeben hat. Es ist eine Wundertüte. Und ich freue mich riesig, heute hier zu sein, nach 3 Jahren Arbeit, mit einem riesigen Team von 300 Menschen, die daran mitgewirkt haben. Revolver oder Messer. Nochmal auf Anfang. Ich war total begeistert. Es war so eine krasse Arbeit, so eine intensive Arbeit und ein Hammer. Ich finde diese Ebenen, die da gebaut wurden, ich finde es genial. Richtig, richtig toll. Das sind so fantastische Bühnenbilder, diese Szeneriesprünge, die darstellerische Leistung. Es sind so viele Dinge drin, die man heute genau so anwenden kann, die heute genauso wichtig sind. Die haben mich jedes Mal wieder und heute ganz besonders in diesem großartigen Kino hier in Berlin beeindruckt und fasziniert. Dann machen Sie vielleicht daraus Ihr Bistik. Stopp! Stopp, stopp, stopp! Ich befürchte, ich werde in die Literatur eingehen als ein Mann, der den Vers geschrieben hat. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.